Das sind vielleicht grüne Beeren. Grüne Beeren, ja. Beeren sind hier Mais. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwem was wegnehmen. Das wollen wir ja nicht. Wollen wir jetzt hier nicht mit den Leuten. Hallo Zox. Wollen wir es jetzt nicht mit den Leuten verfeinern dann hier. Fitz. Wir nehmen das, was in der Wildnis rumliegt. Nicht das, was anderen gehört. Die Beete wurden ja bestimmt auch von anderen Nutzern ordentlich angepflanzt. Das gehört nicht uns, da können wir uns nicht ran bedienen. Gut, den können wir bestimmt ernten. Grüne Pflanze. Marsvenien. Hallöchen. Zu weit entfernt. Gut, hier ist auch ein Lagerfeuer. Hier baut sich wohl gerade jemand auf. So, wie sieht's aus? Wo können wir hier grünes Kräuter finden? Alleine einfach. Ach so, das ist das andere. Finde grünes Heilkraut. Na gut, alleine. Wie können wir das erstmal machen? Lerne einfache Gebäude, können wir uns erstmal ein Gebäude suchen. Das andere, naja, finden wir vielleicht irgendwann. Konstruktion Rang 1, technische Gruppe. Okay, Technologien, Konstruktion Rang 1, technische Gruppe. Sehr gut. Alleine Holztür. Sehr gut. Sollen wir jetzt Kiste auch gleich machen? Sollen wir wohl nicht. Okay, dann gehe ich mal zurück hier. Rennen können wir so. Das ist jetzt nicht sonderlich schneller, aber gut. Das ist jetzt kein sonderliches Zeitersparnis. Ein bisschen. Sieht irgendwie ein bisschen lächerlich aus. Ja, das ist noch Early Access. Ich weiß. Aber trotzdem, dass der nur seitwärts, also dass der nur seitwärts läuft. Ja. Der kann sich drehen. Schlange. Durchsuchen. Sehr gut. Haben wir Gift gefunden. Na, sehr toll. Okay, wo sind wir jetzt hier gelandet? Wo ist unsere Unterkunft? Die waren wir hier irgendwo. Gibt es nicht irgendwo eine Minimap? Das scheint meins zu sein. Das Bett gehört dir. Ja, okay. So, jetzt können wir doch alleine Holztür, alleine einfaches Gebäude. Können wir uns doch ein einfaches Gebäude erbauen. Industrie, sonstiges, Landklima, haben wir schon Gebäude. Holzfußboden, Holzwand. Da brauchen wir jede Menge Holz für. Holzfußboden. Ein Bau Holzwand ist jetzt die Mission. 3 Holz und 15 Holz. Okay, Baumfällen gehen. Wir brauchen Holz. Kopfkratz. So, hier Holz. Da Holz. Wie viele Bäume müssen wir eigentlich fällen, bis es wird? Nahrung. Aha. Kreaturen. Haben wir Errungenschaften freigeschaltet und dafür Lebenspunkte bekommen. Ich hoffe, die Bäume wachsen wieder nach. Irgendwann. Wenn ich die jetzt für mein Holzfäller, für mein Haus. Konstruktion, Holzwand.
Es reicht noch nicht. Ach so, wir müssen hier erstmal Bretter machen. Bretter herstellen. Okay, da haben wir ja genügend jetzt. Jetzt nicht das Spiel überfordern. So, Müll haben wir hier. Okay, da unten wächst es. 105, 110. Jetzt arbeitet das Spiel. Nicht, dass das irgendwann noch zu Abstürzen bringe damit. Und 80, 185, 90. Ja, damit lässt sich ausbauen. Okay. Das ist viel Holz. Lassen sich bestimmt einige Quests erledigen. So, Holzwand. Entwurf platzieren. Machen wir doch hier ein kleines Röschen. Warum nicht? Gleich neben der Wand. Erster Entwurf. Natürlich. Habe ich das gleich wieder abgebaut. Holzwand. Platzieren. Bauen. Da geht ein bisschen Holz für drauf. Und bauen. Zu weit entfernt. Na sicher. Können wir jetzt bauen hier? Bauen. Direkt aneinander am besten. Ja, so soll es. Bau eine Holztür. Ja, die wollen wir natürlich nicht irgendwo hinbauen. Und da, wo es günstig ist. Holzwand. Der Holzfußboden, der ist jetzt wirklich drittrangig. So, Entwurf platzieren. Entwurf platzieren, Entwurf und platzieren. Machen wir hier noch eins und hier noch eins und hier noch eins. Hier noch eins, da kann die Tür rein. Kein Bau an dieser Stelle möglich. Okay. Dann bauen wir erstmal das zu Ende. Wenn wir noch genug Holz für haben. Nicht dekonstruieren, bauen. Sehr gut. So ein bisschen eingrenzen. Mein Zeugs. Mein Terrain hier so ein bisschen abgrenzen. Das gehört mir. Müssen wir weiter Holz suchen. Holz holen. Und Bäume fällen. Am wichtigsten ist das jetzt hier für die Tür. Für den Boden müssen wir dann wahrscheinlich die Werkbank verschieben. Zu weit entfernt, wirklich. Okay, dann bauen wir da mal eine Tür rein. Das ist ja hier die Quest. Holztür. Entwurf platzieren. Hier. Und bauen. Sehr schön. Aha. Konfigurieren. Öffnen für Eigentümer, öffnen für Eigentümer oder Landbesitzer. Öffnen für jeden immer geschlossen. Öffnen für Eigentümer. Spieler hinzufügen. Okay, können wir später. Nur für Eigentümer. Die anderen sollen hier nicht rein. Verstehe ich, das ist die falsch rum, die Tür. Da kommt keiner raus. Ja gut. Momentan kommt ja sowieso jeder rein. Können wir das hier noch bauen?
haben wir kein Holz mehr für. Muss mal gucken, wie es mit unserem Holz aussieht. Geht wohl langsam zur Neige. Ach, 28 Holzbretter haben wir noch. Na dann, hau raus. Einen Wurf platzieren. Kein Baum an dieser Stelle möglich, ach du Schande. Ja, das ist gut. Wirklich nicht. Ich würde gerne mein Haus hier umgehen. Bis zum Lagerfeuer zumindest noch. So ein großes Haus hätte ich schon gerne. Ich weiß, man soll bescheiden anfangen, aber... Ach so, jetzt geht's. So, aber mindestens hier. So. Für den Anfang. Kann man ja später noch erweitern. Müssen wir hier die Bäume mal fällen. Verschwindet das dann, wenn meine Demo-Version vorbei ist? Also wenn die 6 Stunden 52, die ich jetzt noch habe, vorüber sind. Ich werde die 6 Stunden jetzt nicht durchspielen. Ich muss auch irgendwann schlafen gehen. Ja. Dann muss ich die Vollversion kaufen, um neu zu beginnen wahrscheinlich. Ist ja ein öffentlicher Server. Ist wahrscheinlich. Ich bin gespannt, wie das dann funktioniert. Können das dann die anderen... Die anderen können das auch noch zerstören. Die können dann... Wenn sie wollen, noch sagen... Ich zerstöre dein Territorium hier. Gut, ich würde dann mal hier auch mal zumachen. So groß wollen wir uns jetzt nicht ausbreiten. Wollen wir hier nicht übertreiben. So, hier mal. Hier machen wir zu. Müssen wir gucken, ob wir das jetzt schon bauen können. Oh, das ist blöd. Müssen wir hier eine Ecke reinbauen oder was? Hier können wir keine Ecke bauen. Weil es das Holz für fehlt oder? Ach, weil ein Büsche im Weg ist. Mieses Büsche. So, Holzwandentwurf platzieren. Das sind momentan noch Entwürfe. Die muss ich erstmal noch bauen. Müssen wir neues Holz sammeln, wenn. Wenn nicht. So, machen wir mal zu die Wurst. Ja, ich sehe schon, es wird rot. Ich muss Holz holen. Zwei geht Holz holen. Müssen wir bald neue Axt craften. Wenn es jetzt hier zu Ende geht. Ist auch schon im gelben Bereich. Ach, wie ich sehe, reichen ja hier. Vorhin haben hier 5 Bäume gereicht, um hier ein halbes Haus zu bauen. So schlecht ist das ja nicht. Aber ich hole mir hier erstmal die Quest ab. Grünkraut müssen wir noch holen. Bist du Grünkraut? Keine Beeren. Okay. Beeren wären da wohl gewesen. Also nicht die Braunbeeren, sondern die Blaubeeren und Brombeeren. Die Beeren mit E und nicht mit Ä. So, sehr gut. Schauen wir mal, ob wir jetzt noch was nicht dekonstruieren. Müssen wir von innen machen. Müssen wir erstmal Betten machen. Nicht Betten. Betten haben wir hier. Können wir das vielleicht verschieben? Das wäre mir auch mal ganz nett. Interagieren. Verschieben. Können wir nicht verschieben? Schade. Werkzeugkasten, können wir das vielleicht? Ja, verschieben. Tun wir das mal. Ich schlafe ganz gerne hier so.
Ja, hier zum Beispiel. Das können wir es auch zu weit entfernt. Können wir dich auch verschieben? Können wir nicht. Dich mal in des Raumes Mitte. Und die Werkbank. Mal hier oben hin. So, können wir hier bauen. Ach so, da müssen wir erstmal Bretter bauen. Wenn mir jemand sagen würde, wie man schläft, das wäre auch mal interessant. Ich muss ja hier schon umkommen. Oh, Hunger und Wasser und Nahrung, das ist, müssen wir uns auch mal kümmern demnächst. Das wäre auch mal nicht schlecht. Wenn nicht grundverkehrt. Können wir hier mal die Beeren. Die Beeren verspeisen. Schwefelpulver. Okay, das sollte man nicht essen. Tiereier. Oder das Heilkraut. Okay, Notwasser am Feuer hier. Die Eier sollte man vielleicht auch mal braten. Interagieren. Können wir die Eier braten? Holz. Können wir nicht. Vielleicht mit. Gebratene Pilze. Ja gut. Würde ich die Eier vielleicht doch nicht verspeisen. So. Fackel super. Vielleicht können wir die Fackel vielleicht irgendwie aufhängen. Schade, dass wir hier keine Fackel aufhängen dürfen. Das wär viel interessanter. So, hier Werkzeugkoffer. Und bauen. Das Bauen macht auch hungrig. Müssen wir hier mal. Übelkeit, Nahrungs- und Wasseraufnahme unmöglich. Ach du Scheiße. Das ist schlecht. Weil wir noch nicht geschlafen haben oder was? Wir werden hier sterben. Jetzt habe ich die Wand dekonstruiert. Ich werde hier elendig verrecken, bevor ich mein Baumhaus gebaut habe. Gut, dann bauen wir hier mal weiter, bevor wir noch zusammensacken. Bis wir zusammensacken. Wo kommt die Übelkeit her? Von den Beeren oder was? Weil ich schlechte Beeren gefuttert. Ist natürlich ungut. Und 100 Tage lang nicht geschlafen. Das ist ja, wenn man es mir mal gesagt hätte. Wahrscheinlich waren es die Bären. Das vermute ich aber. Übelkeit, Nahrungs- und Wasseraufnahme unmöglich. Müssen wir uns mal auf die Suche begeben. Am besten bevor wir sterben. Überlebenfähigkeit entdeckt. Ach was. Haben wir es überlebt? Oder auch nicht. Soll ich hier mal zubauen hier? Ich will wenigstens noch das Haus hier zu Rende bauen. Bevor wir den Löffel abgeben. Vielleicht können wir erst schlafen, wenn die Wände dicht sind. Wenn wir 4 Wände haben. Ich weiß es nicht. Wurde mir noch nicht erklärt im Tutorial. Und wurde mir bestimmt erklärt. Ich habe es wahrscheinlich nur weggeklickt. Und weiterbauen. Immer tapfer weiterbauen. Ja, Hungerschwindeligkeit wahrscheinlich. Schon so hungrig, dass du nichts mehr essen kannst. Was gibt's? So hungrig und durstig, dass man nichts mehr essen kann und nichts mehr trinken kann. Soll es geben. Kein Bau möglich. Weitere Gegenstände benötigt. Aha, aha. Jetzt müssen wir eigentlich grüne Pflanzen kümmern. Vielleicht bei den Büscheln dort. Ich
wüsste echt nicht, wo wir das finden können. Jetzt können wir weiterbauen. Mit dem Werkzeugkoffer. Machen wir das Haus zu. So. Da reicht's noch. Für die eine Wand kein Baum möglich. Ich bitte dich. Du musst noch einen Baum fällen gehen. Benutzen. Dafür ist wahrscheinlich das Dekonstruieren da. Kein Baum möglich. Ach ja, stimmt. So, jetzt habe ich mir gleich ein Haus gebaut. Sehr gut. So. Ja, ich habe gerade im Schnitt bemerkt, da ist mir ein bisschen die Aufnahme kaputt gegangen. Ja, jedenfalls ist hier jetzt der Endstand. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen hier dieser Zubereitungstisch, dieses ein bisschen mit Heilungstränken habe ich noch ein bisschen was gemacht. Da steht irgendwas ein Wolf trägt vor meiner Tür. Hier habe ich noch einen Ofen hingebaut. Habe das Ganze auch noch ein bisschen umgeräumt, glaube ich. Nee, das habe ich schon in der letzten Aufnahme gemacht. Ja, was daran liegt, dass blöderweise dieses Spiel einfach auf alt und die Tasten, die Zahlentasten, also jetzt alt und 6 oder alt und 7 oder alt und 0 drücke, da ist dieses Spiel hat halt das Inventar auf alt plus 1, ihr seht ja, das Inventar ist auf alt 1, alt 2, alt 3, alt 4, alt 5, alt 6, alt 7, alt 8, alt 9 und alt 0. Und das Problem ist, dass ich bei OBS halt klugerweise auch, also das ist ja, bisher war es eine kluge Idee, dass bei OBS auch dieses, dass die Hotkeys bei OBS halt logischerweise auf Alt plus und die Zahlentastatur dann gelegt habe. Und somit hat jedes Mal, wenn ich im Menü dort irgendwie, wenn ich von der Spitzhacke zur Axt gewechselt habe, in dem Moment hat OBS halt auch zu einem anderen Setup gewechselt. Oh, hallo, Fly, Nico. Und das war halt das Problem, und irgendwann ist dann halt meine Aufnahme abgeschmiert, also nicht abgeschmiert, sondern hatte ich halt die ganze Zeit, anfangs hatte ich dann die Endcard von Little Nightmares, was ich gerade streame. Und irgendwann war dann einfach nur Black Screen, weil ich zum Audio-Dings Set, zu einer anderen Szene gewechselt bin, die zu was anderem nützlich war. Versteht er? Und dann war es halt, ja, Notiz an die Entwickler, also wenn die das hier mal sehen, wütende E-Mail an die Entwickler ist raus. Ja, ich kann hier noch ein bisschen in der Wohnung rumlaufen. Ich habe hier noch einige Quests gemacht. Also ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt mal mein Inventar zeigen. Ich weiß nicht, wie viel da jetzt. Ich habe ein paar Tiere getötet, hier ein bisschen Eisen mit. Wir mussten Eisen erstellen. Hier, das war eine Quest hier am Schmelzofen. Habe jetzt, also die letzten paar Minuten habt ihr auch groß rangezoomt gesehen, weil da dementsprechend da ein Stream-Setup drum gebaut war. Und ja, da bin ich dann halt ins Stream-Setup gewechselt und da waren halt Chat und so Dings, bummst du mal rum. Es ist ja, im Schnitt auch nicht mehr retten. Das war dann halt die letzten paar Minuten, falls ihr euch gewundert habt. Ja, Notiz an die Entwickler, verdammt nochmal, man kann doch das Inventar nicht auf Alt 1, Alt 2, das Spiel ist ja noch Beta ist es nicht. Ich hab's in Part 1 oder Part 2 auch gesagt, hier von diesem Let's Test. 4 Parts sind es jetzt geworden. Ja, ist es.
Fazit zum Spiel. Ich habe das jetzt kurz angespielt. Es wird nicht mehr weit. Ich werde es nicht als Let's Play machen. Es ist einfach nicht mein Typ. Also, es ist einfach. Ich bin nicht so der Strategie-Survival-Spieler und spätestens, wenn man dann mit den anderen Spielern zusammenspielen würde und dann uns dann solche großen Sachen geben würde, wie es dann um die ganzen Sachen hier, um die Fähigkeiten und Technologien würde gehen würde, wenn ich dann hier, da gab es auch, da habe ich auch hier Rang 4 oder Rang 5, wenn es dann dort Richtung Fahrzeuge und Roboter und so weiter, es dann dort gehen würde, würde ich auch die Geduld verlieren. Das ist einfach nicht so meins. Es dann hier um die ganzen Persönlichkeiten und Charakterfähigkeiten gehen würde. Hier gibt es auch noch einiges mehr. Dem Moment, wo man dann hier das alles erkunden muss, und dann gibt es auch noch Angeln und so weiter. Angeln kann man hier auch noch machen. Wenn es dann hier ums Trinken und so weiter geht, wenn es dann hier, es ist wirklich. Ja, da bin ich nicht so der Fan von. So am Anfang noch dieses mir meine vier Wände aufbauen. Ja, sowas hier zum Beispiel, diese erweiterten Lithium, Salz, Exato und diese großen Häuser, diese ganzen Maschinen dort, die sie dort haben. Das wäre halt nichts für mich, wenn du das halt dann richtig taktisch anordnen kannst und wenn dann mit den anderen Mitspielern in Wettstreit gerätst und dann dies und das und jenes noch, wer hat das größte Haus und so weiter, und dich dann eventuell noch bekämpfen kannst und so weiter. Ja, da bin ich nicht drin, da bin ich raus an der Stelle. Ja. Bisschen dumm gelaufen jetzt am Ende, dass die. Ja. Nee, doch das Inventar, also das Inventar klassischerweise auf I, also das ist. Kann man es auf I öffnen und dann einfach mal die. Im Inventar mit der Maus darüber gehen. Also es ist. Legt es doch auf die Maus oder so. Das ist. Ja, ist jetzt blöd gelaufen, dass es bei mir als Streamer und Let's Player bei OBS, wenn ich das aufnehme, auf die Tasten gelegt ist. Gut, das ja liegt auch ein bisschen an mir, aber ja, meine Güte, alt und ich bin kein Entwickler, aber es ist ja schon irgendwie, also alt und alt plus solche Kombis kann man doch nicht auf, das ist, ja, muss man auch so ein bisschen weiterdenken, so über den eigenen Tellerrand hinaus, dass es da vielleicht auch eines Tages mal einen Streamer gibt oder ein. Es ist, ich weiß nicht, wo ihr, also wenn hier irgendjemand einen Streamer oder ein Let's Player zuschaut, ich weiß nicht, wo ihr eure Shortcuts oder eure Hotkeys gesetzt habt. Also alt und Nummer Taste war bisher bei mir immer ganz logisch, weil ja, das verwendet man im Spiel normalerweise nicht. Das kommt nicht vor, deshalb kann man diese Tasten so legen. Gerade Tastenkombination, deshalb ist das logisch da. Auch Alt und hätte auch Steuerung 5 nehmen können oder Steuerung 4 oder so weiter für. Dann öffnet sich halt bei mir das Intro. Dann kommt halt, wird halt Intro eingespielt, wenn ich auf Alt als 5 klicke. Und wenn ich dann versuche, die Beere oder den Pilz, der gerade auf Alt 5 klickt, liegt mit Alt 5 zu essen, dann nimmt das OBS halt als Befehl und dann, ja, bitte ändern, Entwickler, falls ihr das irgendwie mal seht. Das macht einem zukünftigen, vielleicht ist das noch keinem aufgefallen, das macht einem zukünftigen. Wenn das mal ein größerer Let's Player oder größerer Streamer spielt, das macht das für zu Komplikationen. Das ist wirklich nicht spaßig. Ist nicht spaßig, wenn du dann später eine Aufnahme anguckst und dann schneiden willst und siehst, Scheiße, OBS hat mir da sonst was reingepackt. Versteht er? Ein Herz für Let's Player. Ja gut, da mich nach oben tatsächlich gefallen haben. Ihr habt jetzt ein bisschen was verpasst, das tut mir leid, aber das ist jetzt, ich mach das jetzt hier rund und beende das hier an dieser Stelle. Der letzte Part war jetzt auch ein bisschen länger, weil ich würde das jetzt auch nicht so halb schneiden. Ich wollte jetzt da nicht 15 Minuten da Schluss machen, dann haben wir hier nur einen kaputten fünften Part. Ja, habt dann einen angenehmen Tag trotzdem. Da mich nach oben soll es trotzdem gefallen haben, dieser Part, dieser längere Part. Man sieht sich. Haut rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Let's Play, bis zum nächsten Let's Test auf meinem Kanal. Das nächste Video.
Kommt gleich heute noch wahrscheinlich. Haut dran. Ciao, ciao.